Hallo Leute, heute wieder mal ein Video zum Systematraining. Wie manche vielleicht schon mitgekriegt haben, möchte ich ja da in, man kann sagen, eigentlich in Westösterreich oder in Tirol zumindest, eine der, ich darf sagen, einzigen Schule oder Unterricht, den einzigen Unterricht anbieten, den es im Systema gibt. Und ich habe versucht, über ein paar Videos schon ein bisschen ein paar Grundlagen euch mitzugeben, was es im System, in dieser russischen Kampfkunst eigentlich geht. Und habe gerade im letzten Video gesagt, es gibt mir ein paar so Grundpfeiler, ein paar Grundsäulen im Systematraining. Das ist Entspannung, Atmung, die Haltung des Körpers, also Structure. Und es gibt bei manchen Systemen Büchern oder was man halt sonst so kriegt, gibt es noch mehrere Grundsäulen, aber das sind so die wichtigsten. Und Atmung eben ist einer der wichtigsten Grundpfeiler. Da geht es ganz viel eigentlich im System darum, um die Atmung. Und da möchte ich in dem Video ein bisschen was sagen. Atmung hat ja in ganz vielen fernöstlichen Kampfkünsten einen relativ hohen Stellenwert. Und man geht eben im System auch davon aus, dass Atmen etwas ist, was wie Nahrung ist. Das heißt, das nimmt man eigentlich vom ersten Lebensmoment an bis zum letzten Atemzug im wahrsten Sinne des Wortes nimmt man immer wieder Sauerstoff auf, und es geht ja eben auch um die Qualität des Atmens. Und im System trainiert man eigentlich sehr viel rund um den Atem und mit dem Atem. Und das hat natürlich auch aus neurophysiologischer oder neuroanatomischer Sicht eine gute Grundlage, einfach dadurch, dass wir haben verschiedene Atemzentren im Gehirn, so expiratorische und inspiratorische Atemzentren, und neuroanatomisch sind die verteilt über die ganze Medulla oblongata, das heißt, beziehungsweise eigentlich über das ganze Netzwerk, also Medulla oblongata und Pons, Stammhirnbereiche, über diese Formatio reticularis, ist so ein Netzwerk an Neuronen. Und über das erstrecken sich die Atemzentren. Und in der funktionellen Neurologie geht man davon aus, dass Neuronen, das heißt Nervenkerne, die ineinander nahe beieinander liegen, sich auch gegenseitig beeinflussen. Das heißt, da ist Atemzentrum oder die Atemzentren sich über den gesamten Hirnstamm erstrecken und im Hirnstamm im Prinzip alle Basisfunktionen des Menschen angelegt sein. Das heißt, alles, was mit Überleben zu tun hat, Blutdruckregulation, Blutzuckerregulation, Herzschlag, Atmung eben, aber auch die ganzen Grundreflexe und dazu schon die ganzen Grundemotionen hier auch mit angelegt sein, hat natürlich einen sehr hohen Einfluss, die Atmung. Im System hat man verschiedene Atemübungen, die man immer wieder einbaut. Ich habe auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte sehr viel experimentiert mit verschiedenen Atemmethoden, sei es eben die Wim Hof Atmung oder Shamanic Breathing oder Holotrophes Atmen, aber auch die Budenko Methode, wo eigentlich wieder eine Gegentheorie zu vielen der genannten ist, aber im Endeffekt, wenn man dann versteht, um was es geht, aus meiner Sicht läuft alles wieder zusammen. Und werde auch diese Atemmethoden natürlich, oder baue diese Atemmethoden auch immer wieder ins Training ein, weil es da mir sehr viel darum geht, dass die Leute viel mitbekommen, viel Einsicht in die ganzen Themen dagegen. Und ich sage, im System gibt es auch noch eine Handvoll, oder eine Handvoll ist jetzt untertrieben, es gibt total viele verschiedene Atemübungen, die mit Bewegungsübungen kombiniert werden. Und aus dem vorgenannten Grund eben, dass die Atmung eben diese ganzen Stammhirnfunktionen auch mit beeinflusst, hat natürlich die Atmung sehr hohen Einfluss auf Bewegungsqualität, weil sehr viel der Grundmotorik, der Haltungssteuerung, also der ganzen die ganze Haltungsmotorik werden auch im Stammhirn sozusagen kontrolliert. Hat die Atmung natürlich also Einfluss auf diese, auf die Haltung. Aber auch auf das Schmerzempfinden zum Beispiel, ganz stark natürlich auf die Emotionen. Das heißt, wie ich mich fühle, kann ich sehr stark über die Atmung beeinflussen. Ich kann über die Atmung meinen pH-Wert, das pH-Wert des Körpers beeinflussen und damit auch wieder die Feuerungsrate der Neuronen, des Gehirns, also wie stark mein Nervensystem feuern kann. Also hat einen irrsinnig starken Einfluss im Prinzip auf all unsere Systeme, die Atmung. Und wie gesagt, wird eben im Systematraining ist ein sehr starker Fokus drauf und ist eine der Säulen im Systematraining. Wie gesagt, Systematraining ist nicht technikorientiert, sondern
Da geht es eigentlich aus meiner Sicht, ist es wie ein Grundlagentraining ganz allgemein. Und der Kampfkunstaspekt ergibt sich mehr oder weniger dann von alleine. Ja, aber es ist eben ein ganz starkes Training für den Körper und für Gesundheit auch. Und deshalb kann man vom Systemtraining noch so viel mitnehmen, auch wenn es jetzt nicht um die reine Kampfkunst geht. Also gesagt, es war zum Thema Atmung ein bisschen was. Wenn ihr das Thema interessant findet oder noch Fragen dazu habt, bitte fragt es mir einfach. Wie gesagt, ich hätte eigentlich vor, so jetzt im Herbst noch vielleicht mit Anfang November so 8 oder 10 Einheiten mal ein Einführungstraining zu starten, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze, was ich da in den Videos erzähle, man auch im Training umsetzen kann. Und dann hätte ich eigentlich vor, eine konstante Gruppe da aufzubauen, wo man das wöchentlich in 2, 3 Einheiten oder wie auch immer sich das dann ergibt, trainieren können. Bitte gebt mir kurzes Feedback, wenn es euch interessiert. Und einen schönen Tag noch euch. Tschüss.